So, da bin ich auch wieder zurück zu Assassin's Creed Teil 2 und wir wollen jetzt die Mission in Nonnenweisheit starten. Mit Theodora über Marco Barbarigo sprechen. Und das genau das werden wir jetzt auch tun. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, vergib. Aber wir lesen natürlich erstmal was über sie. Theodora, Geburtsjahr 1450, Beruf Madame von La Rosa della Virtù. Theodora gab ihren Familiennamen zwar auf, als sie der Kirche beitrat, doch in den venezianischen Steueraufzeichnungen ist sie mit ihrem Familiennamen Contanto erwähnt. Ihre Eltern besaßen einen Schmuckladen und Theodora wurde von ihrer Mutter als Verkäuferin ausgebildet. Ein Besucher des Ladens schrieb im Jahre 1462, habe heute ein paar Diamantenohrringe für Margarita im Laden der Contantos an der Ecke gekauft. Ein bezauberndes junges Mädchen hat sie verpackt. Als sie mir die Ohrringe gab, berührten sich unsere Fingerspitzen. Ich musste den Laden auf der Stelle verlassen. Guter Gott, ich wünschte, ich wäre nicht verheiratet. Hallo? Da war die doch gerade mal 12 Jahre alt. Kinderschinder. Naja. Gerichtsprotokollen zufolge hat Theodora im Alter von 17 Jahren weitaus mehr als nur zarte Berührungen verteilt. Am 26. November 1467 beging sie Ehebruch mit einem verheirateten Mann und seine Frau informierte die venezianischen Gerichte. Wie es in solchen Situationen üblich war, schickten ihre Eltern sie in ein Nonnenkloster, wo sie für den Rest ihrer Tage in Gebet und Stille leben sollte. Theodora bezog Santa Maria degli Angeli im Jahre 1467. Sie war entschlossen, Buße für ihre Verbrechen zu tun. Doch im Jahre 1473 nagelte sie eine Mitteilung an das Eingangstor und verließ die Kirche. Sie schrieb, dass das Leben im Kloster trostlos und weltentrückt sei und dass man nur in gegenseitiger Partnerschaft in den Armen Gottes ankommen kann. Theodora eröffnete La Rosa della Virtù noch im selben Jahr. Nach Angaben des Dichters Pietro Bembo, der häufig ihr Gast war, war ihr Bordell die Kirche für eine neue Sekte des Katholizismus. Aha. Okay, aber jetzt hören wir erstmal weiter zu, was sie so zu erzählen haben und deswegen halte ich mal meine Klappe. Okay, so in etwa hat sie ein bisschen erklärt, warum sie eine Nonne ist und trotzdem ein Bordell betreibt, was eine komische Mischung ist. Aber egal. Sagt, dass ich keine bin. Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere. Und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Strukturelle Schäden verursachen. Seid besonders an Baustellen vorsichtig und berichtet uns von Schäden an Stadteigentum. Seid freundlich zu den Arbeitern. Signori e Signore, kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen! Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer 4 Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Das werden wir dann tun. Und die Stimme von dem Typen da gerade, der erzählt hat, ja, mit der Maske erzählt hat, das ist die Standardstimme in Videospielen. Wer vielleicht mal aufgepasst hat, die kommt in fast jedem Videospiel vor. Und das ist schlimm, weil die ist keine besonders gute. Sie spricht zum Beispiel, ja, was fällt mir jetzt als erstes ein, Red Faction 2, falls ihr das kennt. Falls nicht, guckt auf dem Videospiel-Tagebuch-Kanal nach. Ja, ein bisschen Werbung muss sein. Da spricht er nämlich den Anführer, den Molov, und den spricht er so kacke, dass man schreiend weglaufen möchte. Okay, ja, wie ihr seht, 3 Missionsziele. Wir müssen jetzt 3 Aufgaben erfüllen, damit wir die Maske bekommen. Moment, ich glaube, 2 davon waren in Ordnung. Die eine davon war beschissen. Ich weiß leider nicht mehr, welches war. Also, ich weiß, wie sie aussah, diese Mission, aber ich weiß nicht mehr, welche Erinnerungsanfang-Dings das war. Aber ich gehe trotzdem jetzt erstmal wieder zum Schmied, denn wir haben wieder Geld bekommen und wir haben jetzt 27.000. Und ich glaube, somit auch genug für die Rüstung. Hoffe ich mal. Nicht, dass die 27.999 kosten und uns dann
irgendwie 4, 5 Florin fehlen, aber die können wir uns dann zur Not auch klauen. Ah, und der Schmied ist natürlich auf der anderen Seite. War ja klar, dass er nicht hier ist. Nein. Oh nein, ich will nicht da rein. Okay. Hallo, ich möchte jetzt endlich die Rüstung kaufen. Und ich kann es. Yeah. Okay, sie kostet 27.900. Huh, Glück gehabt. Okay, und kaufen. Und wir haben noch kaum noch Geld. Dafür haben wir einen schicken neuen Brustpanzer. Ich weiß es. Da. Da-da. Okay. Cool. Dann haben wir das auch. Wir haben wieder mehr Energie bekommen und wir können jetzt das erste Fragezeichen machen. Wo ich gerade mal hier bin, mache ich direkt mal das. Kann auch sein, dass es direkt das ist, was mir auf den Sack geht, aber dann haben wir es wenigstens hinter uns. Oh, und ich laufe in die falsche Richtung. Ja, denn das, was ich meine, ist nämlich ein Wettrennen. Eher sowas wie Capture the Flag ist es, glaube ich. Ihr müsst ein Rennen gegen so eine flinke Wache machen und dann irgendwie dreimal so eine Fahne von so einem Platz auf der Straße holen und die dann so schnell wie es geht wieder zurückbringen. Die Wache kann die euch allerdings abnehmen, indem die euch rammt oder irgendwie sowas, und das könnt ihr auch. Ich habe aber, glaube ich, immer so einen Trick gemacht, womit es eigentlich recht einfach war. Ich glaube, normalerweise muss man irgendwie so eine Hauswand runterklettern, aber ich bin, glaube ich, einfach immer gesprungen und habe mich dann mit Medizin wieder geheilt. Und das so oft es ging. Und dann ging das, dann lief das auch, glaube ich, gut vonstatten ab. Und ich glaube, das ist sie sogar, oder? Ich weiß es echt nicht mehr. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Ah, du sollst dich eigentlich abfangen. Okay, dann heilen wir uns jetzt schon mal. So. Tretet näher! Kommt her! Kommt her! Nun geht es um Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Ja, genau, das war die Mission, was ich gerade geschrieben habe. Da, seht ihr, die heißt auch CTF, Capture the Flag. Die Gegner im Spiel erobere die Flagge besiegen. Ja, okay. Gut, ich muss mal kurz durchatmen. Ich darf mich nicht aufregen, falls ich wieder verkacke. Ich habe mich in letzter Zeit viel zu oft aufgeregt. Es ist ein tolles Spiel, es macht mir Spaß. Okay, Spiel gestartet. Ja. Außerhalb der Grenzen. Okay. Genau, hier bin ich nämlich einfach mal runtergesprungen. Hab mir die Flagge geholt und bin dann genau wieder schnell raus. Seht ihr, habt ihr gesehen, da kam gerade die Wache. Ezio, würdest du bitte klettern? Danke. Okay, und das müssen wir dreimal machen. Damit es hinhaut. Und ich bin falsch gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob die Wache überhaupt klettern kann. Naja, mir egal. Hauptsache ich schaff's. Und dann kann ich mich auch noch mal kurz heilen. So. Denn ich muss jetzt immer wieder darunter springen und deswegen. Okay, ja. Punkt gewinnen, bereit für die nächste Runde. Bin ich. Los geht's. Okay. Sieht jetzt bis jetzt ganz okay aus. Und ich bin genau in die Flagge gesprungen. Das wäre doch perfekt. Jetzt muss ich mich allerdings heilen. Und das mache ich direkt auch zweimal. So. Okay. Ich weiß gar nicht, ob sie klettern kann. Ich will jetzt auch gar nicht gucken. Kann auch sein, dass sie irgendwie einen anderen Weg nimmt mit einer Leiter. Wenn da einer war. Kann ich euch leider nicht genau sagen. Hauptsache, ich gewinne das Spiel. Das ist eigentlich so alles, was zählt für mich. Okay. Nummer 2. Und wenn wir es jetzt nochmal machen, wie die ersten beiden Male vorher, dann sieht's gut aus. Okay. Und laufen, 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 laufen. Oh, oh. Oh, 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 der ist ganz schnell, der ist ganz schön schnell, der ist ganz schön schnell. Aber ich hab's hier trotzdem. Uff. Heilige Mutter Gottes. Der hat mich fast gerammt. Okay, aber ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Das ist gut, das ist gut. Jetzt darf ich nur keinen Fehler bauen. Und einfach weiterlaufen. Da haben wir nämlich schon mal das schwerste der drei Spiele hinter uns. Aber es sieht gut aus, ja, es sieht gut aus. Boah, ich hab's beim ersten Mal geschafft. Wuhu! Spiel gewonnen, yeah. Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert.
Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Ja, also wirklich erobert habe ich die Flagge nicht. Also vom Gegner weggenommen jetzt, meine ich. Ich war einfach nur ein bisschen schneller als der. Okay, aber ich muss mich mal heilen und mir auch neue Medizin kaufen. So, heilen. Wir haben ja zum Glück wieder ein bisschen Geld bekommen durch die gewonnene Mission gerade. So, danke schön. Okay, wo haben wir das nächste? Ich glaube, das nächste ist direkt hier auf dem Platz, ne? Ich glaube, die war auch recht einfach. Ah ja, das ist, glaube ich, ziemlich einfach. Willkommen! Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen, und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Okay, Schleifensammler. Mehr Schleifen von den Damen im Karnevale sammeln als die Mitstreiter. Ich glaube, ich müsste einfach an denen vorbeilaufen und die bestehlen. Und ja, ich meine, das wäre eigentlich kein Problem gewesen. Aber wie man das jetzt mittlerweile von mir kennt, ich täusche mich sehr oft. Dankeschön. So, ich laufe die einfach ab, so schnell wie es geht. Danke. Hallo, meine Herren. Die sind hier zum Glück markiert. Oh, lauf, Erzieher. Danke. Habt ihr etwas für Nein, mich, was machst du da? Okay, oh Gott, und das ist in so langer Zeit. Naja. Danke. Darf ich mich zu euch gesellen? Okay, wo sind noch mehr? Da. Dankeschön. Okay, ja, das ist so ziemlich alles, was wir machen müssen. Hallo, meine Süße. Das läuft, glaube ich, ganz gut bis jetzt. Ich hoffe mal. Darf ich mich zu euch gesellen? Haut aber direkt wieder ab. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wo sind sie? Da. Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Okay. War's das? Ja, das war's tatsächlich. Okay, ich musste nur 25 Schleifen sammeln. Wir haben einen Sieger! Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Dem größten Preis aller Zeiten? Bekommen wir eine PlayStation 3? Ah ne, wir haben schon gesehen, was wir bekommen. Okay. Schleifensammler, synchronisiert. Gut, aber bevor wir jetzt die nächste Mission starten, würde ich sagen, ich mache erstmal Pause für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder und werden dann die letzte Mission machen und hoffentlich die goldene Maske gewinnen, um das Attentat auf Rodrigo Barbarigo. Nee, nicht Rodrigo. Aber er heißt Barbarigo mit Nachnamen. Ich habe jetzt den Vornamen vergessen. Naja, egal. Ihr wisst, wen ich meine. Gut, bis dann. Ciao.